Eure Beliebtheit sinkt. Türme kann ich aber noch keine produzieren, oder? Ich glaube noch nicht. Unsere Hopfenpflanzen sind von Hopfenkäfern befallen, die die Ernte zerstören, euer Gnaden. Was fällt denen eigentlich ein? So. Der grundsätzliche Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Erweitern wir das Ganze noch ein bisschen für einen Durchgang. Ich sehe, mit der Nahrung sieht es immer noch schlecht aus. Und wir haben wieder Gold zum Auspulvern. Wie man sieht, ich baue gerne diese kleinen Gärten, weil die entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Am schnellsten zu produzieren sind, das heißt am schnellsten, die brauchen fast keinen Platz, weil die Größe spielt ja eigentlich keine Rolle bei den Dingen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Ach stimmt, Verbindung zu bauen. Da war was. Eure Befehle? Sind auf dem Weg. Okay, das ist nicht gut. Dann ebenso. Bin zur Stelle. Immer noch nicht? Die Truppen der Ratte greifen an. Och, jetzt komm. Mach dich doch nicht selbst unglücklich, Stronghold. Ja. In Bewegung. Also. Man kann ja über alles reden. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Rücken aus! So, jetzt wird man gleich merken, dass unsere Bogenschützen noch mehr Schaden verursachen. Es geht schon um einiges flauschiger. Und auch mehr aushalten, versteht sich. Wie gesagt, der Nachteil dafür ist, dass hier unsere Leute oft bei diesen Sachen herumlungern, sich ausruhen, hinsetzen, mal nichts tun. Aber in vielen Kämpfen entscheidet halt nicht nur die Masse, sondern auch die Klasse der Truppen. Eine Botschaft der Ratte. Womit habe ich das verdient? Ich hätte euch vernichten sollen. Hätte. Wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre, wäre ich heute Millionär. Nicht wahr? Oh, Holz. Eure Beliebtheit steigt. Können wir eigentlich... Ich könnte eigentlich mal so langsam mit der Bierproduktion anfangen, fällt mir nur gerade so auf. Nicht, dass es so dringend wäre, aber ich will ja auch irgendwann mal die Mission gewinnen, oder? Damit wir noch mehr Bevölkerung haben, brauchen wir wieder mehr schöne Gebäude. Ach, gucken wir mal ein bisschen auf Schönheit, wenn da Platz dafür wäre. Und einen schönen Teich platzieren, dass auch überall schön die Mücken rumfliegen. Einen tollen Maibaum. Wollen wir mal dahin. Dann noch ein Tanzbär daneben. Und ich glaube, ich bin schon auf dem Punkt, den ich haben will.
Aber Hauptsache, man gibt sein Geld für irgendwas aus. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ich glaube, ich war schon lange auf dem Punkt, den sind ich sind auf dem Weg. So. So hat man eigentlich immer eine bessere Übersicht, aber irgendwie gehen dann da die Details verloren. Nennt euren Wunsch. Könnt ihr euch aber auch wünschen, zumindest falls ihr den Comment schreibt, bevor ich mit dem Let's Play fertig bin, ob ich lieber mal in dieser Größe ausgesunden Ansicht spielen soll oder dann doch näher dran. Ganz bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, mein Herr. Aber mittlerweile haue ich ja gut 3-4 Folgen am Tag aus. Es werden Waffen benötigt sein. Eure Befehle? Dementsprechend geht das auch vielleicht ziemlich schnell zu Ende. In Bewegung. Innerhalb von einer Woche oder so. Ich glaube, ich werde die auch ein bisschen langsamer reinsetzen, so 2 Folgen am Tag etwa. Weil bis das die ersten Leute sehen und richtig darauf reagieren können, ist es schon fast vorbei. Ich möchte auch das Vorratslager ist voll, my lord. Ich möchte auch auf jeden Fall Platz für Kritik und Wünsche lassen. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Bin ich immer für offen. Ich höre euch immer zu. Ja. Einfach lächeln und winken. Sind auf dem Weg. Nein, natürlich nicht. Ich zeige auch Verständnis. Meine Grafschaften wurden dieses Jahr von schweren Stürmern heimgesucht. Ich fürchte, ich benötige noch mehr Bier, um die Gelder für meine Truppen aufzubringen. War ja klar. Wie viel ist es mittlerweile? 20. Und wir haben schon epische 0. Ich könnte das Let's Play natürlich noch ein wenig in die Länge ziehen, indem ich jetzt eine Schenke baue. Das will ich aber nicht. Ich glaube, das geht ohnehin schon lang genug. Dadurch, dass ich die ganzen Zwischensequenzen zeige. Und auch Weavings komplett. Ich versuche mich schon mit der Spielgeschwindigkeit ranzuhalten, auch wenn ich die Spielgeschwindigkeit nicht erhöhe, aber ich bin meine zur jetzt Stelle. Bogenschützen bereit. Vorm ranhalten. In Bewegung. Nicht zu lange herumzudrödeln. Aber es wird schon ziemlich lang werden. Bin zur Stelle. Wie gesagt, durch die ganzen Zwischensequenzen. Mein Bogen ist euer. Und wahrscheinlich auch länger als die meisten anderen Stronghold-Let's Plays, Rücken die man so aus. Auf YouTube sehen kann. Ja, ich weiß, es gibt auch andere Stronghold-Let's Plays. Aber da jetzt Stronghold 3 bald rauskommt, wollte ich einfach mal eine Botschaft von eurem Informanten. Schlechte Nachrichten, Sire. Herzog Trüff hat soeben eine der neutralen Grafschaften eingenommen. Ach, verdammt. Immer diese schlechten Nachrichten zwischendrin. Das macht ihm gleich die ganze Laune kaputt. Wo war ich jetzt? Verdammt. Ach, egal. Vielleicht komme ich später nochmal drauf zu. Bin zur Stelle. Ach ja. Mein Herr? Was ich letztens noch sagen wollte, warum sind ich auf dem Weg. Die Truppen immer einmal ins in Licht Bewegung. Schicke, bevor ich sie irgendwo hinschicke. Die Eure Werbung Befehle? Ist ja mittlerweile schon längst vorbei. Bin zur Stelle. Rücken aus. Das liegt daran, dass die Truppen, das hat man auch manchmal gesehen, wenn ich sie jetzt direkt, wenn sie rauskommen würden, müsste ich mal ausprobieren. Bin zur Stelle. Ja. Irgendwo hinschicken. Sind auf dem Weg. Und sie noch ein zweites Mal zu schicken. Das machen sie nicht immer. Na gut, Vorführeffekt. Jetzt machen sie gerade nichts. Na gut, auf dem Nichts ist es, glaube ich, so. Aber wenn ich die jetzt auf Mauern, das muss ich dann gleich nochmal probieren und zeigen. Aber wenn ich es jetzt direkt raus tue und sofort auf Mauern oder Türme schicke. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Dann kommt es öfters vor, dass sie einfach wieder zurücklaufen und sich dann hier hinstellen bei den Unterkünften. Wie viel Bier? 5. 5. Machen wir doch noch was für das Auge. Da ich ja letztens so gern mit Palisaden rumgespielt habe. Na gut, ist jetzt nicht der Oberreißer, aber was soll's. Hauptsache, man bemüht sich. Das Gegenteil von gut ist gut gewollt, ich weiß.
Ein Versuch ist es doch wert. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Bin zur Stelle. Mein Herr, unerreichbar. Ach so, genau, was ich gerade sagen wollte. Ich weiß, dass es viele Let's Plays von Stormwind gibt. Die Truppen der Ratte greifen an. Also irgendwie will das Spiel nicht, dass ich diesen Satz zu Ende bringe. Gut, da kommt sie wieder. Jetzt müsste es aber schon leichter gehen mittlerweile. Ich könnte dich sogar schon anschießen. Naja, und da sieht man auch, wie gut Schaden meine Leutchen auf einmal machen, die Bogenschützen. Naja, was ich jetzt sagen wollte, und ich hoffe diesmal eure Befehle? Ohne Unterbrechungen, sind auf dem Weg. Ich weiß, dass es auch viele andere Let's Plays von Stormwind gibt. Eigentlich gibt es von jedem Spiel Dutzende Let's Plays, wenn man sich durchschaut. Aber ich wollte es auch mal damit anfangen, besonders da mir auch einige so geraten haben, dass ich eher der Mann fürs Entertainment bin. Und mir macht es auch Spaß, so andere Leute zu unterhalten und so Sachen zu zeigen. In Bewegung. Und ich bin guten Ratschlägen gefolgt, dass man auch mit Spielen anfangen sollte, da es jetzt mein erstes Let's Play ist. Dass man mit Spielen anfängt, die einem naheliegen, die man schon kennt. Wo man dann auch viel zu klappern hätte. Der Feind ist bezwungen. Ja. Denn der Anfang ist immer schwer, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja. Und daher, wie gesagt, dass Stronghold 3 bald rauskommt, ist das auch ein guter Ansatz, den ersten Teil sowieso nochmal zu spielen. Und wenn ich ihn nochmal spiele, warum sollte ich dann nicht einfach mal die Aufzeichnetaste dabei drücken? Bin zur Stelle! Ja! Rücken aus! So, das war jetzt ein bisschen viel geplappert. Oha. Ja, wie es aussieht, werden wir heute noch vor Mitternacht fertig. Um es kurz anzudeuten, wir haben es gerade 17.15 Uhr laut meiner Uhr. Mitteleuropäische Zeit. Von wo aus ihr gerade anschaut, ich weiß nicht. Ich habe ja keine Ahnung, ob man auf dem Mond auch Internetanschluss hat. Was für eine Zeitzone das dann wäre, na? Das wäre sowieso wieder was ganz anderes. Bin zur Stelle. Bogenschützen bereit. Das ist auch schon ziemlich deprimierend. Mein Bogen ist euer. Wenn ich glaube, dass meine einzigsten Zuschauer auf dem Mond sitzen. Sind auf dem Weg.